Schau, wie der Töpfer den Ton bearbeitet, um daraus ein Gefäß zu formen. Und genau dieses Bild benutzt Gott in Jeremia 18, Vers 6, da sagt er Sieh, wie der Ton in der Hand des Töpfers ist, so seid auch ihr vom Haus Israel in meiner Hand. Wir sind also der Ton unter der Hand des Töpfers, den Gott nach seinem Plan formt. Gott stellt uns Schwierigkeiten und unbequeme Menschen in den Weg, durch die unser Charakter geformt wird, und lässt uns in den Bereichen wachsen, in denen es gut für uns ist. Das fühlt sich zwar manchmal unangenehm an, aber verlass dich drauf. Gott hat ein Ziel mit uns. Deshalb möchte ich mich formen lassen, damit der Töpfer ein brauchbares Gefäß zu seiner Ehre aus mir machen kann.